16. Mai 2006. Ein brutaler Mordfall schockt die deutsche Öffentlichkeit. Polizisten sichern Spuren in einem Parkhaus. In der Wohnung darüber wurde die Besitzerin erschlagen, die Millionärin Charlotte Böhringer. Und schon bald gibt es einen Tatverdächtigen. Gestern Nacht hat die Polizei den Neffen der Frau vorläufig festgenommen. Er soll der Unternehmerin am Montag den Schädel eingeschlagen haben. Benedikt Todd. Er soll seine Tante getötet haben. Doch immer noch sagt er, ich bin unschuldig. Wir sprechen mit ihm im Gefängnis. Ich möchte ein neues Verfahren haben und in diesem neuen Verfahren möchte ich freigesprochen werden. Benedikt Todd sitzt seit 16 Jahren. Das Psychogramm eines Lebenslänglichen. Es ist der 12. August 2008, der Tag des Urteils. Schuldig. Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Für die Richter ist klar, Benedikt hat seine Tante ermordet. Im Mai 2006 in diesem Parkhaus mit 24 Schlägen gegen den Kopf. Zwar gibt es keine Beweise, doch alle Indizien sprechen gegen ihn. Ein härteres Urteil kann ein deutsches Strafgericht nicht fällen. Mein Name ist Benedikt Todd. Ich habe bis zum heutigen Tag physische Schmerzen, wenn ich dieses Urteil lese. Die Justizvollzugsanstalt Straubing. Kein Schloss, sondern ein schwer bewachtes Langzeitgefängnis. Wir dürfen Benedikt Todd interviewen, aber nicht zeigen. Das sind die Regeln der JVA. Alles ist anders als normal. Auch seine Bitte gleich zu Beginn. Dass Sie bitte alles, was Sie hören, ganz egal von wem, von mir, von meiner Verteidigung, Umfeld, dass Sie das auf Plausibilität abchecken mit Ihrem eigenen Verstand. Glauben Sie mir kein Wort, aber glauben Sie den anderen dann halt auch nicht. Um mehr bitte ich nicht. Was macht das Gefängnis mit einem, der sein Abitur absolvierte, Jura studierte, Hoffnungen und Wünsche hatte? Heute ist Benedikt Todd 47. Dieses Privatfoto zeigt einen nachdenklichen Mann mit traurigen Augen. Wie kommen Sie denn hier zurecht? Also gibt es da eine Hierarchie? Eine Hierarchie gibt es schon, ja. Also es wird allgemein behauptet, es wäre deliktspezifisch. Das ist vielleicht so der Grundsatz, ja. Aber natürlich zählt der Charakter. Also um das gleich mal vorauszuschicken, ich hatte jetzt nie Schwierigkeiten physischer Art mit meinen Mitgefangenen. Klar gibt es Situationen, da werden sie abgecheckt, wenn sie kommen. Und das sind dann Situationen, da muss man stehen. Sich nicht notwendigerweise physisch verteidigen, aber man muss halt psychisch auf der Hut sein und man muss halt zeigen, ich bin kein Opfer. Und dann läuft es schon. Und das, was teilweise dann berichtet wird, abgefeimte Schwerstkriminelle, naja, die mag es vielleicht geben, aber der Großteil ist das nicht. Also auch nicht in diesem angeblichen Superknast Straubing. Die wenigsten sind echte Gangster. Das, was eint, ist der Schmerz und die Notwendigkeit, diesen Schmerz irgendwie loszubringen. Und die meisten machen das, indem sie sich sedieren, wie auch immer. Fressen, weil Essen können sie das nicht mehr nennen, also übermäßiges Fressen, TV-Konsum, also die flacken den ganzen Tag vor der Glotze. Und das war's dann. Und dann kommen halt die Drogen dazu natürlich. Gut, also. Welchen Weg haben Sie jetzt gewählt für sich? Absolute Klarheit im Kopf. Ich klaue mir da mal so einen Spruch von einem ehemaligen Mitgefangenen von mir. Er wollte größer sein wie die Haft, die ihn umgibt. Ich versuche mich sportlich zu betätigen, ich versuche Sprachen zu lernen, ein Musikinstrument zu lernen, weniger blöd ins Bett zu steigen am Abend, wie ich rausgekommen bin. Man spürt es so ein bisschen, Sie sind voller Energie und. Ja, das kostet viel Disziplin. Ja, aber die ist ja dann da. Ja, ich habe keine Alternative. Ich habe keine Alternative, ich kann mich nicht gehen lassen. Wenn ich mich gehen lasse, bin ich tot. Im Laufe der Haft ist seine Verlobung in die Brüche gegangen. Seine Realität ist jetzt der Knast, die rohe Welt von inhaftierten Männern. Wir sind hier in einem Männergefängnis und Männer haben halt Sehnsüchte. Und die meisten sind halt nicht in der Lage, ihre Sehnsüchte und Triebe zu sublimieren. Also ich habe versucht, da irgendwie so relativ asexuell durch die ganze Sache durchzukommen.
Es gibt zum Beispiel auch Prostitution und so weiter. Also es gibt so die Gangschlampen und so. Ja. Die Gangschlampen? Ja. Die verweiblichen, lange Haare, weiblicher Gang etc. und so weiter. Also es ist ganz offensichtlich zum Beispiel, halt, tragen dann weibliche Namen. Lassen Sie mich da bitte keine Namen nennen, weil alle würden es jetzt hier wiedererkennen, wen ich meine. Aber okay, Yvette zum Beispiel, Yvette könnte es super sein, ja genau. Ja, ist ein bisschen grotesk, aber mein Gott, soll früher aber noch schlimmer gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Das ist jetzt nichts Spezifisches hier, das ist in jedem Langstrafgefängnis, das ist ganz normal. Was würden Sie denn tun, wenn Sie frei wären? Ich möchte ein von außen betrachtet kleinbürgerliches Leben führen. Kleinigkeiten, Sie wachen auf neben Ihrer Frau und die Frau lächelt Sie an. Aus Liebe. Schön, dass du neben mir liegst. Wer ist Benedikt Todd? Wir fragen jemanden, der es einschätzen kann. Ich bin Manuela Dudek. Ich bin Professorin für forensische Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Ulm und leite einen Maßregelvollzug am Bezirkskrankenhaus Günzburg. Manuela Dudek analysiert unser Interview und begutachtet den Fall aus der Retrospektive. Ihr Psychogramm erklärt, was hinter dem Gesagten steht. An der Haft wachsen ist auf alle Fälle ein Ziel. Und wenn man ein Ziel hat im Gefängnis, dann kann man verhindern, dass man in dem Alltag, eines immer gleichen Alltags, unter geschlossenen Bedingungen nicht vereinsamt. Er ist ein rational denkender Mensch, der seine Interessen gut vertreten kann, der sehr klar und kurze Antworten gibt und versucht, seine Emotionen bezüglich der ihm vorgeworfenen Tat sehr zurückzuhalten. Die moralische Beurteilung der Tat und des Menschen und deren Familie erfolgt natürlich durch eine Gesellschaft. In sein Tagebuch hat Benedikt Todd notiert: Zwei Tage nachdem meine Tante getötet wurde, verlor ich mein Leben. Verloren oder selbst zerstört? Nur in seinen Träumen kann Benedikt die Zeit zurückdrehen an den schicksalshaften Tag, als er seine Tante fand. Blutüberströmt, tot, in ihrer Wohnung im Penthouse über der Parkgarage. Was war hier geschehen? Das Penthouse von Charlotte Böhringer. Sie hatte es von ihrem Mann Oskar geerbt. Seit Mai 2006 steht die luxuriöse Wohnung leer. Das schreckliche Verbrechen hat auch das Leben der Angehörigen völlig verändert. Marthe Todd ist Benedikts jüngerer Bruder. Er leitet heute das Parkhaus. Dafür war einmal sein Bruder vorgesehen. Ihre Mutter ist Charlotte Böhringers Schwester. Auch Marthe und seinen Eltern hat das Urteil gegen Benedikt den Boden unter den Füßen weggezogen. Marthe Todd hatte eigentlich ein unbeschwertes Leben. Für ihn und die Familie ist der Tod der Tante wie ein Fluch, der auf allen lastet. Es gibt keinen Tag, oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in den letzten 16, 17 Jahren einen Tag gegeben hat, an dem ich nicht an den ganzen Krawall gedacht habe. Wenn das Urteil gegen meinen Bruder, das betrifft nicht nur ihn, sondern auch seine damalige Verlobte, meine Eltern und mich. Meine Eltern sind ja hilflos, die können ja gar nichts machen und weder juristisch noch irgendetwas. Und die Beziehung mit seiner damaligen Verlobten ist auch in die Brüche gegangen, weil so viel Zeit hält eben auch nicht jede Beziehung aus. Das Parkhaus in der Münchner Innenstadt war das Lebensglück von Marthes Tante. Geerbt haben es Benedikt und Marthe. Er leitet die Geschäfte für sich, seine Eltern und seinen Bruder. Den Verurteilten hatte er rechtswirksam auf Erbunwürdigkeit verklagt, sonst wäre dessen Hälfte an den Staat gefallen. Der Tod unserer Tante ist ein Schicksalsschlag, wie ihn kaum jemand erleiden muss. Bei uns kam halt mehrere Faktoren dazu. Zum einen ist ja erstens mal ein Familienmitglied weggestorben, zu denen wir die nächsten Personen waren, da sie ja ehelos und kinderlos gewesen ist. Zum anderen wurde ein Familienmitglied unrechtmäßig verurteilt.
Marthe wollte ein ganz anderes Leben führen, unabhängig und frei. Das war einmal. Sein Glaube an den deutschen Rechtsstaat ist erschüttert. Sein Glaube an die Unschuld seines Bruders unerschütterlich. Ich bin Tatleugner und das ist in einem Gefängnis natürlich das Schlechteste, was passieren kann. Vor allem, weil ich Gewalttäter bin. Also ich sollte natürlich eine Gewalttherapie machen. Dazu ist ideal oder sogar Voraussetzung ein Geständnis. Und das habe ich schon relativ bald angesagt, hier auch dem psychologischen Dienst, dass das nicht passieren wird. Wir haben uns die ganze Zeit gefühlt wie in einem riesigen Missverständnis, wie in einem Albtraum. Zorn, Wut, Hass, aber auch Schuld und Unschuld und Erinnerung. In der menschlichen Psyche können sich Wahrheit und Lüge überlagern oder gegenseitig verdrängen, erklärt Professorin Manuela Dudek und sagt weiter, dass auch ein erfahrenes Gericht sich in der Urteilsfindung irren könne. Es gibt diese Fälle. Es gibt Fälle, die falsch beurteilt worden sind, weil es die absolute Wahrheit nicht gibt. Dann muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor ihm, dass er mit seinem Ziel, das zu beweisen, durchhält, seine Struktur behält. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Abwehrmechanismen, die wir alle haben. Das ist so etwas wie Verleugnung, das ist so etwas wie Dissoziieren. Also Erlebnisinhalte aus dem Gedächtnis abspalten. Wenn man 24 Mal auf einen Kopf einschlägt, plötzlich wird das ganze Blut sichtbar. Ein Familienmitglied ist tot. Man schämt sich, man fühlt sich schuldig. Das Ganze soll weg sein. Und da hilft dieses Abkapseln. Dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass jemand sagt, er war es nicht. Charlotte Böhringer ist 59, als sie brutal ermordet wird, am 15. Mai 2006. Einen Tag später wird sie von ihrem Neffen Benedikt und einem ihrer Mitarbeiter gefunden. Die Münchner Mordkommission ermittelt mit Hochdruck und mit allen kriminaltechnischen Mitteln. Der Mord an einer Millionärin ist ein Verbrechen, das schnell aufgeklärt werden muss. Zwei Tage später ein erster Ermittlungserfolg. 9 im Mordfall an einer Millionärin aus München. Da gibt es eine entscheidende Wendung. Gestern Nacht hat die Polizei den Neffen der Frau vorläufig festgenommen. Er soll der Unternehmerin am Montag den Schädel eingeschlagen haben. Er soll ein Motiv und kein Alibi haben. Die Angaben, die diese Person machte, stimmten nicht überein mit einer Vielzahl von Angaben anderer Personen aus dem Umfeld. Hier wurden Dinge anders dargestellt, die so ohne weiteres nicht nachvollzogen werden konnten. Wenn man den Tatort betrachtet, so hat sich hier etwas entladen. Es ist eine emotionale Tat scheinbar eher. Jedenfalls hat der Täter mit großer Brutalität gehandelt. Knapp ein Jahr später, am 2. Mai 2007, beginnt vor dem Landgericht München I der aufsehenerregende Prozess. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Benedikt seine Tante unter einem Vorwand aufsuchte, um sie zu töten. Sein Motiv? Als ihr Erbe habe er sich eine gut bezahlte Position im Parkhausbetrieb sichern wollen. Es gibt zwar kein Geständnis, keine Augenzeugen, kein Tatwerkzeug, aber 14 Indizien und außerdem DNA-Spuren des Angeklagten. Für Benedikt Todt ist das Verfahren ein Martyrium. Eine Begnadigung kommt für mich nicht in Frage. Warum? Ich möchte Recht, also Gerechtigkeit, der Zug ist abgefahren. Also Sie wollen freigesprochen werden? Ich möchte ein neues Verfahren haben und in diesem neuen Verfahren möchte ich freigesprochen werden, ja. 93 Tage hat der Mammutprozess Parkhausmord gedauert. In der U-Haft trat er sogar in den Hungerstreik. Er hoffte auf eine Hafterleichterung, vergeblich. Gegen den Angeklagten besteht nach wie vor dringender Tatverdacht. Der dringende Tatverdacht ist während der ganzen 2 Jahre seiner Inhaftierung in regelmäßigen Abständen durch die Gerichte in den verschiedenen Instanzen geprüft worden. Jedes Mal wurde der dringende Tatverdacht gegen den Angeklagten bestätigt und Haftfortdauer angeordnet. Im Münchner Justizpalast treffen wir den Strafverteidiger von damals.
Er hatte sich vor Gericht regelrechte Rededuelle geliefert. Der Parkhausmord ist für ihn und seine Kollegin der Fall ihres Lebens. Was den Prozess betrifft, ist ihr Urteil eindeutig. Mein Name ist Witting. Ich bin Strafverteidiger seit jetzt bald 40 Jahren. Ich habe unter anderem den Parkhausmordfall vertreten und der beschäftigt mich seit vielen Jahren. Aus meiner Sicht, also mit Schuld und Unschuld, das ist ein schwieriges Thema. Ich als Strafverteidiger kann und darf mir auch eine Überzeugung bilden. Ob sie die richtige ist, weiß ich auch nicht. Sie sind ja dann beim Urteil sogar rausgegangen. Ja, es hat mir viel Kritik eingetragen, dass ich bei der Urteilsverkündung aufgestanden bin und den Sitzungssaal verlassen habe. Ich stehe nach wie vor dazu. Für mich war es unerträglich anzuhören, was in der mündlichen Urteilsbegründung ausgeführt wurde. Staatsanwalt Martin Kronester und Strafverteidiger Peter Witting. Sie ringen um jedes Indiz, um jede Zeugenaussage, um jeden Gutachter. Beide haben dasselbe Ziel, die Wahrheit. Wer hat Charlotte Böhringer getötet? Es werden gegenseitig Vorwürfe erhoben und zurückgewiesen. Die Auffindung der Leiche war am 16.05. Am 17.05. hat man noch in verschiedenen Richtungen ermittelt, am 18.05. und danach nur noch gegen meinen Mandanten, ausschließlich. Und ist gewissermaßen am ersten Tag bereits vorgeworfen worden, mit Tunnelblick zu ermitteln. Die Vorwürfe gehen zurück auf einen Zeitpunkt, als der Angeklagte noch überhaupt nicht im Feuer stand. Ich kann diese Vorwürfe schlicht und ergreifend nur zurückweisen. Für die Verteidigung ist es eine Lebensaufgabe geworden. Sie wollen eine Korrektur des Urteils, denn beide sind von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt. Mein Name ist Caroline Ahnemann, ich bin 36 und ich bin seit mittlerweile jetzt 9,5 Jahren als Strafverteidigerin tätig. Der Fall verfolgt mich letztlich seit meiner Zeit als Praktikantin kurz nach dem Abitur, mein ganzes Berufsleben durch zwei Staatsexamen und eine Promotion. Das ist ein Verfahren, das für mich außergewöhnlich ist, schon aufgrund der Länge oder der Zeitdauer, aber natürlich auch aufgrund der Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gesammelt habe. Ich kann nur die Perspektive einnehmen als Verteidiger und sagen, aus meiner Sicht reicht das, was das Gericht Benedikt Todt für eine Täterschaft unterstellt hat, nicht aus. Die Indizien, gekürzt und zusammengefasst, der Angeklagte hatte ein Motiv, er hatte die Gelegenheit und kein Alibi. Das Nachtatverhalten des Angeklagten war auffällig. Der Angeklagte kannte die Gewohnheiten seines Opfers. Laut Urteil schließen sich alle Indizien wie ein Ring um den Geschehensablauf. Auch Indizien sind Beweise. Diese Indizien, ich habe das immer wieder gesagt und auch vor kurzem hat es der Bundesgerichtshof so bestätigt, dürfen nicht in ihrer Einzelheit gesehen werden, sondern als Gesamtheit. Das Urteil: lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld wegen Habgier und Heimtücke. Wiederaufnahmeanträge sind ein letztes Mittel, einen Fall wieder aufrollen zu können. Dafür muss es aber neue, fundierte Erkenntnisse oder Beweise geben. Im Fall Benedikt Todt wurden bislang zwei Wiederaufnahmeanträge eingereicht in den Jahren 2012 und 2019, jeweils gestützt auf neue Tatsachen und Beweismittel. Beide Anträge wurden durch das zuständige Wiederaufnahmegericht als unzulässig verworfen. Er hat zu keiner Zeit ein Geständnis abgelegt, um Gottes Willen, sonst säße ich nicht hier und würde nach 16 Jahren immer noch versuchen, ihm beizustehen und zu korrigieren, was aus meiner Sicht falsch war. Das gäbe es für mich nicht. Die bayerische Justiz gilt als hart, aber fair. Dennoch, das Urteil gegen Benedikt Todt spaltet bis heute die Meinungen. Der vorsitzende Richter im Fall Parkhausmord ist mittlerweile im Ruhestand. Chefermittler Josef Wülfling verstarb im Sommer 2022. Und Benedikt Todt? Er hat inzwischen zu einer Art von Milde gefunden. Für sich, für seine Familie, für seine Situation. Ich bin halt von meiner Mutter gebeten worden, halt nicht andauernd auf Krawall zu gehen, sondern halt ein bisschen auch an sie zu denken. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich versucht habe, ein bisschen die Hand zu reichen und die Anstalt auch in Form von diversen Gutachtern kam mir entgegen und mir ist signalisiert worden, dass eine zeitige Entlassung irgendwann mal möglich sein könnte.
ohne dass ich meine Tatleugnerschaft aufgebe. Wochen nach dem Verbrechen. München war immer noch geschockt. Benedikt Todt saß bereits in U-Haft. Am 29. Mai 2006 war Charlotte Böhringers Beerdigung auf dem Münchner Ostfriedhof. Die Anteilnahme war groß. Die Stadt trauerte. Wir haben ein nahes Familienmitglied hier verloren. Wir waren ihre nächsten Verwandten und täglich im Kontakt. Die Trauerarbeit, die hat bei der Beisetzung zum Teil stattgefunden, aber sie ist sicherlich noch nicht vollständig. Also abgeschlossen hat man ja nicht, weil der Fall nicht abgeschlossen ist. Vermissen Sie sie? Also trauern Sie um sie? Das ist, ja, vermissen tue ich sie auf alle Fälle. Trauern, das ist halt genau die Frage. Das, glaube ich, habe ich seit 16 Jahren nicht gemacht. Ich bin ja immer noch im Kampfmodus. Sie müssen ja irgendwie runterkommen. Sie müssen ja runterkommen, um eine gewisse Seelenruhe haben nach sowas. Und die habe ich nicht. Weil da müssen Sie mal loslassen. Ich kann nicht loslassen. Ich bin eigentlich immer voll drauf. Wenn jemand ein Familienmitglied getötet hat, dann ist das nicht ungewöhnlich, dass man denjenigen oder diejenige nachher vermisst. Wenn er es nicht war, dann kann er tatsächlich keine Trauerarbeit leisten, weil er sie überhaupt nicht mehr gesehen hat und wahrscheinlich auch nicht auf der Beerdigung war. Ein Gerichtsprozess spielt für das Rechtsempfinden einer Gesellschaft eine unschätzbare Rolle, aber niemand ist unfehlbar. Ein Privileg der Unfehlbarkeit gibt es nicht. Das ist richtig, weil auch die Gesetze von Menschen gemacht wurden und auch die Menschen, die entscheiden, sind fehlbar. Auf der anderen Seite ist es für uns als Gesellschaft die einzige Möglichkeit, Recht zu sprechen. Und es wird nicht Wahrheit gesprochen, es wird ein Urteil gesprochen. Die Dinge des Lebens, die sich Benedikt Todt jetzt wünscht, sind demütig. In Freiheit. Staunen über Kleinigkeiten, staunen über die Schöpfung, staunen über irgendetwas, was ihnen Gutes angetan wird, staunen über irgendetwas, was schöner oder besser oder größer ist wie sie. Das würde ich ganz gerne machen. Benedikt Todt hat jetzt einen dritten Wiederaufnahmeantrag eingereicht, denn das Alibi eines Zeugen scheint zu wackeln. In ihm keimt die Hoffnung, nun vielleicht doch einen neuen Prozess zu bekommen.